Der Ansatz für den Schnittpunkt mit der y-Achse ist f von 0. Wir bilden also f von 0, setzen 0 ein. Das ist 0 hoch 5 minus 4 mal 0 hoch 3 plus 2. Und das ergibt offensichtlich 2. Damit ist der Schnittpunkt mit der y-Achse, der x-Wert ist ja hier immer 0, denn es ist auf der y-Achse. Und den y-Wert haben wir gerade berechnet bei 2. Das Rechnen kann man sich meistens sparen, denn in der Regel ist es die Zahl, die einzeln hinten an unserer Funktion steht, da alle anderen x-Terme beim Einsetzen von 0 natürlich 0 werden. Das geht aber nicht immer so, wie wir zum Beispiel bei der Funktion Sinus x sehen. Wie geht das denn hier? Naja, wenn wir einen Taschenrechner haben, können wir es einfach eingeben, was ist der Sinus von 0. Wenn wir keinen haben, müssen wir das auswendig wissen. G von 0 ist 0, denn die Sinusfunktion beginnt im Ursprung. Dann schreiben wir den Punkt noch ordentlich auf. Sy ist 0, 0. Das ist gleich hier, ist obligatorisch. Manche setzen das, manche nicht. Sucht euch da was aus. Ich zeige immer mal verschiedene Schreibweisen. Als letzte Funktion haben wir 10x hoch 4 minus 19x hoch 3 plus 12x Quadrat minus 7x. Was passiert hier, wenn ich 0 einsetze? H von 0. Mit scharfem Blick sehen wir das direkt. Da kommt 0 raus, denn in jedem Term steckt ein x und 0 mal irgendwas ist immer 0. Wir schreiben den Punkt noch ordentlich auf. Ist also im Ursprung bei 0, 0. Und hier zwei Aufgaben zum Selbstprobieren. Sehen wir uns das an. Zuerst a von 0. A von 0 ist offensichtlich 2,2, denn das ist die Zahl, die ganz hinten steht. Sie muss nicht ganz hinten stehen, sie könnte auch vorne stehen, aber sie hat keinen x. Und damit wissen wir, Sy ist 0, 2,2. Dann haben wir noch eine gebrochen rationale Funktion. Da ist es nicht einfach am Ende auszulesen. Theoretisch schon, aber wir müssen im Zähler und Nenner schauen. Also setzen wir einfach mal ein. B von 0 ist, ja, wenn ich 0 einsetze, steht oben 3. 2x ist ja 0. Und unten die 0 eingesetzt ergibt 0 plus 0 plus 6. Das sind also 3 Sechstel oder auch bekannt als 1 Halb. Damit haben wir hier den Schnittpunkt mit der y-Achse bei 0 und 1 Halb. Und sind mit diesen Schnittpunkten fertig.